dann gehe ich ein Stück an den Rand und gebe ihm einen Schnappschlag an den Rippen entlang. Das ist wichtig, dadurch macht er sich krumm. Also an der kurzen Rippe entlang. Dadurch, dass er sich krumm macht, kommt er nach vorne und dann beuge ich den Arm einfach so ein und gebe ihm einen Rippen. Und ihr könnt beim Laufen noch einen nachgeben und kommt wieder.